Sehr verehrte Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf Sie recht herzlich zu unserem Konzert begrüßen und Ihnen einen beschwingten Abend wünschen. Nach dem Motto Swing the Spring möchten wir Sie einladen, mit uns heute auszuschwärmen. So wie die Schmetterlinge über eine bunte Frühlingswiese flattern, so können Sie mit uns heute in ein buntes und abwechslungsreiches Programm einsteigen. Damit dieses Programm auch wirklich die verschiedensten Facetten hat, haben wir auch Gäste eingeladen. Wir begrüßen recht herzlich das Kuckelquartett. Nach unserem Einstiegslied von Ludwig van Beethoven bleiben wir noch etwas bei unserem Klassikblock, und zwar wir singen Come Again von Jean Daulet, einem Lied aus dem 16. Jahrhundert. Einigen von Ihnen ist dieser Song vielleicht bekannt, eine Interpretation von Sting. Und dann folgt Hebe deine Augen auf von Mendelssohn Bartholdy aus dem 19. Jahrhundert. Thank you.
Ihnen ein wenig von uns Koryphäen erzählen. Die Geburtsstunde unseres Chores war der 1. November 2010. Es war eine bunt zusammengewürfelte Truppe, die sich da an diesem allerheiligen Tag in unserem Proberaum im Kindergarten Kocher getroffen hat. Einerseits waren das einige vereinsamte Sängerinnen eines aufgelassenen Elternchores vom Kindergarten. Andererseits waren das Sängerinnen vom Gospelchor, die sich musikliterarisch sozusagen erweitern wollten, Gospel singen wollten. Ja, und noch einige andere heimatlose, ambitionierte Sängerinnen, die einfach ihre Lust am Singen wieder entdecken wollten. Was anfangs für uns alle so ein reines Freizeitvergnügen war, hat sich dank unserer lieben Schelka, die hartnäckig und mitreißend für uns alle ist, zu einem Wochenhighlight sozusagen entwickelt. Und nach einigen kleineren Auftritten haben wir eben heute Premiere, unser erstes eigenes Konzert. Und wir singen jetzt für Sie drei beflügelnde Lieder aus den verschiedensten Ecken dieser Welt. Das erste, das wohl bekannteste, heißt Adiemus und ist vom walisischen Komponisten Carl Jenkins. Die Sprache, die in diesem Lied verwendet wird, ist eine erfundene Sprache, eine reine Kunstsprache, nur aus erdachten Wörtern und Sinnen. Dann folgen Nicolesi Ponono, ein südafrikanisches Hochzeitslied und ein Folksong aus Kolumbien mit dem Titel Makarule. Aria, Musta, Aria, Musta, Aria, Natus, 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 Nat
Quindi,
ganz gesehen, die wichtigste Person in jedem Chor ist die Chorleiterin. Unsere Chorleiterin heißt Jelka Restak und sie kommt aus Zagreb, wo sie Orgel- und Kirchenmusik studierte und später in Graz Dirigieren und Chordirigieren. Seit fast 20 Jahren leitet sie in Graz verschiedenste Chöre und wir hatten und haben wirklich großes Glück, dass wir Jelka für unseren Chor sozusagen gewinnen konnten. Und wir sind sehr froh darüber. Mit einer gehörigen Portion Humor zu unseren jeweiligen persönlichen Höchstleistungen. Sie schafft es, dass nicht nur die Probenzeit für uns ein Wochenhighlight ist, sondern auch, dass das Singen für uns sozusagen die ganze Woche belebt und befüllt. Die nächsten Lieder führen uns in die 50er und 60er Jahre. Es geht weiter mit Sway, der englischen Version des mexikanischen Mambo-Songs Quien Será. Dann folgen Can't Help Falling in Love von Elvis und California Dreaming von den Mamas and the Papas. Hold me close.
die Lust und die Freude am Singen. Aber was ist das Geheimnis des Singens? Ich fand eine Erklärung. Singen stärkt das Immunsystem, verringert depressive Verstimmungen, stärkt die Konzentrationsfähigkeit, beugt Kopfschmerzen vor, fördert die Gelassenheit, wirkt ausgleichend auf überschwängliche Emotionen und stimuliert die Seele. Bei erwünschten Wirkungen oder unerwünschten Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder unsere Schicker. Wir singen nun Swing the Prelude, bekannt als Eurovisionsmelodie, und Java Chai von Happy Thank you.
herzlich bei den Sängerinnen und Sängern vom Puppenquartett bedanken für ihre Mitwirkung, für ihre besondere Note. Aber bekommen Sie von uns die Lizenz fürs Mitswingen.